Was geht ab, Leute? Neuer Stadion-Vlog. Heute spielt der FC Bayern München versus Werder Bremen. In München ist alles verschneit. Vor ein paar Tagen war ich noch in Madrid und davor im warmen Riad. Mein Körper checkt gar nicht mehr, in welcher Zone er überhaupt sich befindet. Wir fahren jetzt erstmal in die Stadt etwas frühstücken. Heute spielt voraussichtlich einer meiner besten Freunde in der Startaufstellung, Nick Woltemade. Ich habe ihn damals 2019 kennengelernt. Wir haben eine Fußball-Challenge gedreht. Da war er noch U17-Spieler. Danach waren wir mehrmals im Urlaub. Und ja, heute ist wahrscheinlich das größte Spiel in seiner Karriere vor 75.000 Zuschauern. Wir werden ihn supporten. Er ist Offensivspieler, stellt euch vor, er macht auch noch sein erstes Bundesliga-Tor heute. Oh mein Gott. Wir fahren gerade übrigens durch den Herzogpark. Hier in der Area wohnen noch einige Bayern-Spieler. Da seht ihr es, da stehen auch schon die ganzen G-Klassen, sogar in der Brabus-Version. Tone, weg, ja. Ich vlogge gerade. Was vloggst du? Ich will deine Prediction hören. Okay, komm. Ja, sag doch. Zu welchem Spiel? Bayern heute, oder was? Bayern-Bremen. Nick spielt in der Startaufstellung, Bro. Duxch ist gesperrt. Ja, Digga. Wow. Okay, das ist geil. Trainer hat ihm gesagt, dass er wahrscheinlich spielt. Okay, krass. Ich sag 5-1 Bayern. Sorry, Nick. Aber Nick macht ein Tor. Ich habe aber so einen Bremer Artikel gelesen, Tone. Die wären so mäßig happy, wenn sie nur 5 kassieren. Wird sehr schwer. Ja. Wir sind jetzt hier an der Maximilianstraße. Da steht auch schon die nächste fette G-Klasse. Und das ist ein ganz geiles Lokal zum Frühstücken. Café Roma heißt das. Hier ist es richtig gemütlich mit dem Teppich und so. Eine chillige Bar, Kerzenlichter sind an. Es ist doch ein Mittagessen geworden. Einmal Pizza zum Teilen, dann Tagliatelle mit Rinderfilet, Gnocchi Arrabbiata, Gemüse. Grazie. Es hat nicht mal 2 Sekunden gedauert. Ich habe sofort gekleckert, genau auf mein Gaming-Logo-Tattoo. Aber immerhin nicht auf die Elevate-Strickjacke. Manche Sachen ändern sich einfach nie. Messi und Suarez standen gestern Abend endlich mal wieder gemeinsam auf dem Platz. Und zieht euch mal bitte rein, was Cristiano Junior Airline für ein Kopfballtor gemacht hat, wie sein Vater. Nice. Ich fahre jetzt ganz kurz in Richtung Marienplatz, das Herz von München. Dort hole ich meinen Manager ab, denn wir gehen heute zusammen ins Stadion. Yeah, 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 vamos. Ein Spritzerchen Elevate Parfüm kann man sich auch noch gönnen. Das ist einfach der pure Wahnsinn, dass Leverkusen schon wieder einen Last-Minute-Sieg einfahren konnte. Und damit setzen sie in der Tabelle natürlich die Bayern gehörig unter Druck. Aber die müssen natürlich heute einen Pflichtsieg gegen Werder einfahren. Leverkusen ist die einzige Mannschaft in den Top 5 Ligen in Europa, die immer noch in allen Wettbewerben ungeschlagen ist. Letzte 27 Spiele, nur 3 Unentschieden. Xabi Alonso, ich ziehe meinen Hut vor dir. Wirklich, was der aus dieser Mannschaft gemacht hat. Korrigiert mich in den Kommentaren, aber ich glaube, als er damals Leverkusen übernommen hat, waren die so über eine Tabelle im untersten Drittel. Ralf müsste jetzt gleich jeden Moment eintreffen, dann fahren wir direkt zur Allianz Arena, da haben wir das schöne Operntheater. Das letzte Mal, als Werder in München gewonnen hat, war 2008. Damals war ein gewisser Thomas Schaaf Trainer. Und Werder-Legenden wie Diego, Mesut Özil standen auf dem Platz. Es ist 16 Jahre her. Eigentlich ist es wirklich mal so weit, dass diese Serie gerissen wird. Oh, FC Bayern! Ralf! FC Bayern, deutscher Meister! Ja. Unschwer zu erkennen, er ist Bayern-Fan. Nick darf ein Tor schießen, aber ansonsten Bayern gewinnt. Wie viel? 3-1. Wir laufen bereits zur Allianz Arena, davor gibt es aber noch eine sehr, sehr wichtige Unterbrechung. Zum Start von 2024. Und wenn ihr dieses Video seht, ist das größte Trikot-Gewinnspiel online gegangen, was ich, glaube ich, jemals gesehen habe auf Instagram. Dieser Habibi, Leute, hat das alles ermöglicht. Mit seinen ganzen Kontakten hat er die ganzen Trikots über, wie lange gesammelt? Über ein Jahr? Ungefähr 6-7 Jahre. Und jetzt bitte zieht euch das rein. Das ist kein Joke, Leute. Das sind alles teilweise sogar im Match getragene Trikots. Bei jedem Spieler sind die Unterschriften dabei. Bei Schalke zum Beispiel noch sind die ganzen Unterschriften von der kompletten Mannschaft oder hier auch von dem Nationalmannschaftstrikot. Bei Icardi zum Beispiel auch die Unterschrift vorne, Freunde. Ansonsten Mbappé, Neymar. Wo ist Messi eigentlich? Oh, Bro, da liegt er hier noch. Leo, als er noch bei Paris war. Da vorne haben wir Kane, Gerassi, Bellingham noch zu Dortmund-Zeiten, Rafael Leao und. Das ist wirklich gestört, Leute. Ihr wisst ja, dass ich seit über 2 Jahren Musti sein Haarwachs benutze und er hat jetzt nämlich ein neues Release und zwar eine vegane Version. Also alles sehr nachhaltig, das wird auch gleichzeitig Release zur Feier des Tages. Hier Musti, der Ronaldo die Haare geschnitten hat, falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt. Ihr könnt natürlich alle daran kostenlos teilnehmen. Link zum Gewinnspiel ist ganz oben in der Videobeschreibung. Leute, macht da alle mit. Das ist wirklich was Einmaliges. Also ich habe noch nie von sowas in der Größenordnung mitbekommen. Also viel Erfolg und weiter geht's mit dem Video. Willkommen zurück. Die letzten Menschen strömen auch schon von der U-Bahn-Station Richtung Stadion. Es ist optimales Wetter.
Die Sonne scheint. Die ersten Bayern-Fans getroffen. Männer, was glaubt ihr? Wie geht's aus? Ich denke 4-1 für FC Bayern. Ey, jetzt muss ich anders tippen, dann sage ich 4-2. Okay, werden die Bayern deutscher Meister? Ja, muss man sagen. Alright, also viel Glück, gell? Prost. Viel Spaß. Ciao, danke, ciao. Niki! Ich wusste gar nicht, bist du Bremen-Fan oder was? Ja, nee. Ich bin Fußballfan tatsächlich. Aber wieso hast du Bremen-Fan? Weil wir einmal ins Bremen-Stadion gegangen sind als Platzsturmer. Einer meiner besten Punkte spielt heute in Wolfenbade. Ja, ja. Krass, für wen bist du? Ja, dann musst du, ja, sag ich Falsches, sag ich Falsches. Was hast du für ein cooles Plakat gebastelt? Neuer, du bist mein Idol. Kannst du mit deiner Hand schütteln. Oh, das wäre richtig nice, gell? Wen hast du hinten drauf? Ich hab keinen. Ach, aber wen hast du auch? Für? Ah, Matti Stell, geiler Rookie, ja. Jungs, was glaubt ihr? Gewinnt Bayern? Ja, ich sag heute wird toll, Spektakel, 4-1 Bayern. Auf ein nice Spektakel, okay. Ja. Bro, du hast nicht ernsthaft wegen mir ein Barca-Trikot hier an. Oha, Irrmann, geil. Visca Barça. Ja, klar. Bayern deutscher Meister oder nicht? Bayern, die ist ja schwer, aber wird da nicht was sein. Okay. Das Ding ist, die Bayern lassen halt auch selber kaum Last. Die sind die ganze noch in Lauerstellung hinter Leverkusen. Jeder einzelne Punkt, Freunde, könnte entscheidend sein. Und die Pferde sind natürlich auch im Start. Was glauben Sie? 3-1 für Bayern. Wer schießt die Tore? Musiala, Kahn. Okay. Alles klar, ciao. Ralf, er hat es einfach versprochen. Er sagt statt Kane, Kahn, er schießt ein Tor. Cool. Bayern spielt mit ihrer vollen Brigade in der Startaufstellung. Kane, Sané, Musiala, Coman, Guerrero auf der 6. Wird es jetzt nochmal final bestätigt? Ja, Digga, da ist er. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt wegen Nick. Übrigens, Zetterer, Leute, ist auch ein guter Kumpel von mir. Der war auch damals dabei im Urlaub. Ey, mein Herz pocht einfach, Leute. Das ist so ein krasses Gefühl, wenn man weiß, dass einfach ein guter Freund von einem jetzt gleich in diesem Stadion kicken wird. Auch das Maskottchen ist hier am Start. Mama Chiquito. So, jetzt noch schnell durch den Security-Check. Wir müssen auch richtig geile Tickets haben im Block 105 auf der Haupttribüne. Und die ersten Steps. Da sitzen auch schon die ersten Journalisten. Let's go, Leute. Bremen ist auch schon eine Kabine. Wir sind ein bisschen zu spät gekommen, weil wir end im Verkehr gestackt sind. Die 29 Nick Wolfemade und der Kapitän mit der Nummer 32. Oh. Und die Startaufstellung wird jetzt aufgesagt vom Stadionsprecher. Unser Kapitän Manuel. Habibi! Was geht ab, Bro? Was sagst du? Bayern deutscher Meister oder nicht? Ganz ehrlich, ganz vorne, Neuer, Marco Friede, auch ein sehr korrekter Typ, konnte ich auch mal kennenlernen. Da ist er, Zetti! Warte! Yeah! Nick, Bruder! Vamos, Bruder, let's go! Was? Ja, nee, der ist zu sehr sein Film drauf. Der guckt mich. Ganz am Ende Leroy und Harry Kane. Oh, das muss ich aufnehmen, wie er mit Kane einschlägt. Yeah, let's go, Nick! Das Gute ist, Leute, Bremen kann heute nur gewinnen. Hier sind keine Punkte eingeplant. Unentschieden wäre schon überragend. Alles darüber hinaus wäre ja, seit 16 Jahren mal wieder ein kleines Wunder. Ne? Hoffen wir einfach, dass Nick ein paar gute Aktionen hat. Und ja, boah, ich freue mich so mega. Leute, ich habe, glaube ich, irgendwas verpasst. Ne? Die Bayern-Ultras boykottieren die Stimmung. Der deutsche Fußball bleibt ein Risikokapital. Ja, mal schauen, wie lange sie das jetzt durchziehen. Komplett leise im Stadion. Oh, Nick. Ja, kein Abseits, oder? Oh, schade. Neuer kommt raus, Leute. Da ist er. Erster Ballkontakt von Nick. Fans haben sich auch abgesprochen mit dem Werder-Block da oben, weil die sind ebenfalls mucksmäuschenstill. Oh, sauber gespielt. Oh mein Gott, gefährlich. Nick, klar. Ja, schön. Weg, Nick, ja. Weg. So, oh mein Gott, Nick. Komm, zieh, Bruder. Aubameyang stellt ihn zu. Und wieder. Ja, kämpfen. Aber Nick ist gut im Spiel, Freunde. Das war sehr risikohaft, wie er dann noch den Job macht. Aber gut gekämpft. Okay. Oh oh. Oh, Zetti. Leo hätte schon mehr draus machen können. Oh mein Gott. Abschluss. Oh, Bremen. Erste Chance. Ging auch gut aus dem Mittelfeld heraus, wie sie sich da befreit haben. Ah, da war nicht genug Druck hinterm Schuss, den hätte er platzierter bringen müssen. Kein Foul, Nick, geh, Bruder. Vielleicht direkt weiter auf Mitchell Weiser.
Oh mein Gott, Nick! Oh! Oh mein Gott, nein, Upamecano, aber das, überleg mal, du musst dich erstmal gegen so Verteidiger durchsetzen, wie ein Delikt, wie ein Upamecano. Und dann musst du auch noch am Torwart Gold vorbeikommen, Manuel Neuer. Fuck, mein, ich schwöre, mein Herz kocht so krank. Eine Frage. Ja? Ja, immer so ruhig. Also nee, das ist, die Fans boykottieren gerade die Stimmung, die fangen gleich an. Ja, so eine Protestaktion. Deswegen ist gerade so komisch. So. Nee, es ist. Mal, ja, die fangen gleich an. Also okay. Hoffentlich, weil es ist komisch ohne Fans, ja. Da merkt man aber mal, Freunde, wie wichtig die Fans im Fußball sind. Schau mal, hier ist eine Geisterstimmung und dann ist es auch nicht mal 10% so geil. Ich hoffe, die fangen gleich an. Es sind schon 11 Minuten und gespielt, Alter. Die protestieren ziemlich lang, ne? Achtung bitte, eine kurze Durchsage an die Eltern von Nick Kutter und Felix Bayern. Wow. Der Nick ist 12, der Felix ist 11 Jahre alt. Ja, jetzt schreien sie noch was gegen die DFL. Bremen, Leute, ist richtig gut im Spiel. 12 Minuten sind gespielt. Und jetzt geht's los mit den Fans, nachdem sie noch einmal Protestrufe von sich äußern. Das Spiel ist jetzt unterbrochen, weil richtig viele Fans kleine Gegenstände auf den Rasen werfen. Jetzt muss das erstmal alles runtergeräumt werden. Jawohl, jetzt geht's los. Schau mal, da oben. Der ganze Block ist auch am Springen. Oh Gott, durch die Beine. Glück gehabt. Oh. Oh, jawohl. Erste gelbe Karte. Für Kimmich, oder? Ja. Ich hab's gerade eben noch mal in der Wiederholung angeschaut. Nick macht einfach einen Hackenball durch die Beine. Ey, Bro, übertreib jetzt bitte nicht, ja? Aber da war auf jeden Fall Glück dabei. Oh, Nick. Wieder durch zwei. Ja, ist okay. Komm, vielleicht noch nachsetzen, Opa Meccano klären. Vielleicht ein Distanzschuss? Ne, macht einen Schiffball. Und dann, Seffi hat ihn. Oh, und Leroy, Distanzschuss. Nein. Oh, Nick liegt ab. Weiser. Oh mein Gott, nein, was für ein süßes Glück! Alter, abgefälscht schon Neuer kratzt den aus dem Winkel raus. Ey, Bro, was ist denn? Was macht er für ein Spiel bis jetzt? Sag ich nicht, weil ich mit ihm befreundet bin, Leute. Nick ist so geil im Game. Oh, das war jetzt auch für eine Glanzparade von Neuer. Schau, wie er in der Luft hängt. Ey, das muss ich nochmal ins Slow-Mo einblenden. Neuer, Alter. In der Luft wie CR7-Airline. Konter Bayern. Das wäre jetzt typisch Bayern, wenn sie jetzt hier die Werderaner bestrafen für ihre Chancenfahrlässigkeit, in Anführungsstrichen. Schicki! Oh mein Gott! Erstmal kein Abseits. Nichts mehr. Yeah! Oh mein Gott, let's go! Schiri hebt nicht die Fahne. Wir müssen auf den VAR abwarten. Oh mein Gott. Das Foul werden sie geben. Das Foul, meinst du? Das sah schon hart aus, aber so muss das auch nach Ball aus. Ey Leute, was ist hier los, Mann? Bayern steht neben sich. Sie hatten da natürlich die eine Aktion mit Leroy und ein, zwei Halbchancen. Aber mir fehlt die komplette Intensität und die Spannung im Spiel der Münchner. Jetzt beschweren sich alle bei den Schiri. Was ein Start für Bremen. Die Fans schreien auf, geht's Bayern kämpfen und siegen. Bisher? Scheint, dass es zählt. Uiuiuiui. Oder er wartet noch aufs VAR. Ne, er schüttelt schon den Kopf. Musiala beschwert sich. Uiuiui. Es, nein! Es zählt nicht! Die Bayern-Fans schreien sogar Scheiß auf den VAR, obwohl ja die Entscheidung vielleicht denen zugute kommt. Tor! Es zählt! Oh. Wie, kein Tor? Nein, oder? Alter! Komm, er gibt Freistoß! Ich dachte, er macht auch den Anstoßpunkt. Ach komm, ey, Freistoß Bayern. Mann, Ralf, schnau doch jetzt nicht von dem Jungen des Popcorn. Hey, er hat sich ganz freundlich angeboten. Nee, das halte ich für Gericht. Wäre unhöflich, nicht anzunehmen. Thomas Tuchel macht auch überhaupt keinen zufriedenen Eindruck. In wenigen Sekunden ist Halbzeit. No joke, Nick ist für mich einer der Besten auf dem gesamten Platz. Tolles Spiel von
Gänge hochschalten, weil ich vermisse diesen absoluten Willen, dass die Deutsche Meister werden wollen heute. Das war's. Abpfiff. Uiuiuiui. Habibi, ich bin so stolz auf dich, das glaubst du gar nicht. Hey, Bilal, du hast doch mal mehr Ahnung als ich von Fußball. Wie gut spielt Woltemade? Ja, unglaublich. Aber ich bin alle von Bremen. Die machen es taktisch so stark. Hat Bayern gefühlt eine richtige Chance gehabt? Ja, das von Leroy am Anfang, ja. Ja, ab, wie die auch den Ball und so laufen lassen, Bro. In der Allianz Arena, ja, Mann. Der Kai hat auch damals gesagt, mit Leverkusen, der war nach 60 Minuten schon komplett tot. Michel Weiser, auch ein unfassbar geiles Spiel von ihm. Auch schon so viele starke Dribblings gehabt. Kommt er nicht sogar aus der Bayern? Ja, ne? Bayern haben gefühlt nichts geändert im Vergleich zur ersten Halbzeit. Also die müssen jetzt wirklich mal hochschalten, das gibt's doch nicht. Thomas Tuchel wird gleich dreifach wechseln. Müller, Goretzka und Tell. Kimmich geht raus, ist stinksauer. Auch Fonsi. Ja, sah ein bisschen unglücklich aus beim Gegentor, aber ansonsten eigentlich ganz stabil gespielt. Und Nick wird ausgewechselt, Leute. Ich glaube, der Trainer stellt es auch taktisch um. Baut wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mehr auf Defensivspieler, um noch mehr Stabilität zu bekommen. Was eine Partie von ihm, wirklich. Ich bin so stolz auf dich, Bruder, wenn du das siehst. Statt ihm ist jetzt ein gewisser Boré drin, Leute. Ex-Frankfurter, der damals sie zum Europa-League-Sieg geschossen hat mit dem entscheidenden Elfmeter. 20 Minuten noch zu gehen. Ach, kann es eigentlich schon so sagen, eins der schwächsten Spiele der Menschheit in dieser Saison. Mittlerweile wurden die Außenlichter auch angemacht von Allianz Arena. Das ist der Mond. Für Bremen wäre das ein 6-Punkte-Sieg und damit hätten sie in der Live-Tabelle noch mehr Vorsprung im Vergleich zu den Abstiegsrängen. Bayern hätte 7 Punkte weniger als Leverkusen, aber auch ein Spiel weniger. 50-14 Torverhältnis. Boah, Bayern. Oh, hat sich fast verpasst. 79. Spielminute, Sané zieht in die Mitte. Oh, Zetterer hält. Oh. Und die ersten Bayern-Fans geben bereits die Hoffnung auf und gehen nach Hause. Alter, also was ist denn heute los? Wahnsinn. Choupo mittlerweile im Spiel. Senti! Was ist denn mit ihm heute auch los? Hält die Null in München fest. Nächste Chance jetzt vielleicht. Alter, Bremen verteidigt so leidenschaftlich. Mit dem Konter jetzt. Oh, mit Glück durch die Beine. Vorwärts, vorwärts. Nach links, nach links, nach links, nach links. Spiel! Oh, kein Foul, sagt Schiri. Kurz unterbrochen, Freunde. Ich gehe schon mal nach oben. Servus. Damit ich gleich nach Abpfiff zur Werderbank gehen kann. So, Bayern könnte höchstens noch ausgleichen. Ich glaube nicht, dass sie noch ein Comeback schaffen. Ein paar Minuten nur noch. 120 Sekunden noch zu gehen. Leimer. Es geht nur noch um einen Punkt. Vorbei, 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 vorbei. Ich muss es nochmal betonen. 2008 war der letzte Sieg hier von Bremen. Also jetzt reicht's auch. Hä? Der hat den da voll geschubst. Es geht jetzt ab. Oh, ist vorbei, vorbei, vorbei. Schnell. Was, was, was? Ja, let's go. Ich gehe sofort zu Werder Bank. Oh, schnell hier durchboxen. Sorry, sorry. Tut mir leid. Ich bin direkt hier vorne, Leute. Unter mir ist die Ersatzbank von Bremen. Warte, Nick kommt vielleicht gleich her. Harry Kane geht sehr enttäuschend in die Kabine. Und die Spieler fangen das Hüpfen an und feiern mit ihrer Kurve da oben. Let's go! Nick! Ganz außen! Let's go! Nick! 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 Hey, komm her! Ich bin so stolz auf dich, Bruder! Ja, Mann! So geil gespielt, sau Digga! Sau gut! Du kriegst dein Herz, Bro! Ah, okay, komm! Ich bleib hier, ja? Ja, bis gleich, bis gleich! Okay, Nick kommt gleich nochmal, Freunde, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Alter, schon mal alles voll Abonnenten! Ja, mach den, mach den! Realhülle! Real ist
Real ist hinten? Real Madrid! Warte, ey, stopp, stopp, stopp! Wie Real ist hinten? 2-1. Bellingham hat gerade 2-1 gemacht. Nee, du meinst 1-2. Oh mein Gott, Almeria ist in Führung! Oh, das wäre der perfekte Tag, wenn wir auch noch verlieren. Mati schenkt mir einfach hier eine original unterschriebene Karte von Harry Kane, weil irgendwie ein Freund von dir bei Bayern arbeitet. Oha! Vielen, vielen Dank, Bruder. Dankeschön. Das war's vom heutigen Stadion-Vlog, Freunde. Wir haben eben noch ein bisschen off-cam mit Nick gequatscht. Ein sehr besonderer, emotionaler Vlog für mich. Bewertung kommt hier nicht vergessen. Da steht noch Jürgen Bürger erwartet. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht aus der Allianz Arena. Danke, 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 Jungs. Kuss. Oh, guckt euch mal diese Farben an hier vom Himmel. Jetzt aber wirklich viel Alon 3 Fahrten schon bei meinem Auto. Ciao, ciao.